Servus Leute, mal ein kleines Lebenszeichen von mir. Wie im Titel bereits steht, wird sich meine Pause allerdings erstmal auf unbestimmte Zeit verlängern, da ich derzeit echt überhaupt gar keinen Kopf für das Let's Playen habe. Das liegt nicht an Hatern oder daran, dass ich irgendwie kein Partner bin oder sonst was. Das liegt einfach daran, dass ich derzeit mit meinem Bruder an einem Projekt arbeite und ich mich dieses Jahr wohl noch selbstständig machen werde. Und diese Sache frisst halt enorm viel Zeit, aber nicht nur Zeit, es frisst auch irgendwo sehr viel Gedankenkraft. Also ich beschäftige mich sehr, sehr viel mit dieser Sache. Damit soll ja auch später mal, sag ich mal, meine Existenz gesichert sein in dem Sinne. Und daher ist es momentan für mich, wie soll ich sagen, nicht möglich zu Let's Playen. Trotzdem werde ich natürlich dieses Jahr zur Gamescom kommen, genauer gesagt in knapp 2 Wochen oder so, am 16. August, also donnerstags. Vielleicht sieht man sich ja, ich meine, es sind ein Haufen Leute da, aber wer weiß, vielleicht trifft man ja den einen oder anderen, wäre auf jeden Fall eine feine Sache. Und wie gesagt, also ich bin auch weiterhin im Skype online und zumindest schriftlich erreichbar. Telefonisch ist es derzeit ein bisschen schwierig, weil ich, wie soll ich sagen, meine Leute habe, mit denen ich sehr oft telefoniere und halt dann eher schriftlich erreichbar bin, aber da auf jeden Fall wie gewohnt eigentlich fast immer. So, das war es auch schon. Ich weiß halt echt nicht, wie lange ich diese Pause dann machen werde, weil ich halt überhaupt nicht sagen kann, wie lange dieses Projekt oder wie lange diese Selbstständigkeit meine Zeit und mein Geist in Anspruch nimmt. Aber falls ihr Abonnent bleibt, werdet ihr das natürlich sofort sehen, sobald wieder ein Video kommt, ein Infovideo, was auch immer, oder halt auf Facebook, da bin ich ja auch meistens sehr aktiv gewesen. Klar, derzeit halt nicht mehr so sehr, aber in der Vergangenheit, sage ich mal, auf jeden Fall. Ja, ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür. Ist halt echt nicht einfach, muss ich echt sagen, sich da existenzmäßig selbstständig zu machen, ist eine Riesensache. Aber ich habe es mir lange überlegt, sehr lange, also jahrelang wirklich. Der Wunsch oder das Bestreben danach ist schon seit knapp 4-5 Jahren da. Und jetzt hat sich das eben im letzten Jahr, also ein Jahr ist das ungefähr her, jetzt, seitdem ich das den ersten Gedankengang hatte von diesem Projekt, und mittlerweile ist es schon einigermaßen fortgeschritten. Und ja, es ist halt echt nicht einfach, aber ich werde diesen Weg gehen und ich hoffe, ich werde Erfolg damit haben. Gut Leute, dann bis bald. Schönen Tag noch. Ciao.